Hallo und willkommen zurück zu FIFA 17 Karriere. Es hat bei mir gerade leider ein bisschen gebackt, deswegen kommen wir gleich zum Spiel. Und zwar Bremen gegen Leverkusen. Ja, nachdem wir Darmstadt 1-0 verloren haben, probieren wir es jetzt mal im Waldstadion. Das nicht aussieht wie das Waldstadion, aber gut, gegen Leverkusen. Wir stellen um auf Konter, genau. Und spielen erstmal einen Fehlpass, weil das ist wichtig, ja? Wir müssen erstmal ins Spiel reinkommen. wir spielen auf Konter, Konter ist eigentlich eine relativ... Oh. Ja, wir werden Alter, werden wir auseinandergenommen. Was ist denn da los? Ganz locker jetzt mal, meine Freunde. Das ist so nicht. So nicht. Ja, das Selbstvertrauen ist bei uns gerade nicht gerade sehr hoch nach der Niederlage gegen Darmstadt. Wobei, das war schon bitteres 1-0. Also... Wir hätten, wer es nicht gesehen hat, guckt es euch an. Also wir hätten es echt verdient gehabt, zumindest mal noch ein 1-1 zu spielen. Wir hatten so viele Riesenchancen. Na gut, eigentlich klar, wer so viele Chancen auslässt, ist auch dann am Ende nicht verdient, unentschieden zu spielen. Aber trotzdem, wir hatten klare Chancen. Also noch klare kannst du fast nicht haben im Fußball. So, jetzt probieren wir es heute mal so drüber, genau. Oh, Gnabry ist durch. Und Gnabry ist schnell. Oh, Gnabry geht. Nein, da kommt der Pass nicht durch. Schade. Aber wir spielen gut. Oh, der Konter, der war gut. Und das ist auch wieder unser Ball. Schön von Bartels. Oh, Bartels spielt da wieder stark mit. Pizarro. Ah, in seinem Alter halt auch leider nicht mehr der Schnellste, aber gut. Wenn der gekommen wäre. Ah, Gebre Selassie lässt sich da arg vernaschen. Jetzt muss er aufpassen. Oh, den hat's er. Nee, schön. Oh. Schön. Bartels, Gebre Selassie. Nice. Ah, den kriegt Bartels nicht weiter. Schade. Da hat Wendell gut aufgepasst. Okay, jetzt müssen wir. Aber es läuft bisher nicht schlecht. Ah, ho. Muss man ein bisschen aufpassen. Okay, jetzt kommen wir hinten nicht mehr raus, okay. Alter, was machen die denn mit uns? Okay, wir spielen vielleicht doch schlecht. Aber den haben wir. Oh, der war schlecht. Und der ist drin. Ach, das gibt's doch nicht. Die Tore gegen uns sind einfach viel zu einfach. Ich glaube, wir werden dann echt mal wieder umstellen müssen auf Profi. Weil auf Weltklasse, wir reißen echt gar nichts. Das ist ja traurig. Oder wir setzen uns halt echt auf Weltklasse durch. Und dann die Frage, wie lange noch bei Bremen? Und eigentlich wollte ich zumindest mal die erste Saison bei Bremen bleiben. Das ist... Och, Gebre! Ja, was ma... Da musst du... Och, Trobny, hör doch auf zu schlafen. Geh hin an den Ball, bitte. Wir machen Konter und Offensiv. Bringt ja nichts. Gnabry. Probiert da Kruse mitzunehmen. Ach, Kruse, Mann. Wir schlafen aber auch. Das ist echt brutal. Der war im Aus. Okay. Okay, den kriegen wir nicht. Schade. So aufpassen. Ah, schön vom Bauer. Schön. Nice. Okay. Gut, dann haben wir. Das Pizarro. Dann den Bartels mit. Ach, warum läuft Kruse da nicht zum Ball? Warum bleibt er stehen? Gebre Selassie ins Aus, schade. Ah, ein Move für uns, okay, doch nicht. Komm, Bartels, lauf. Oh, Pizarro. Kruse! Nein!
Also irgendwann muss doch auch mal das Glück bei uns sein, oder? Irgendwann mal so ein bisschen. Nee, das war der falsche, den wollte ich jetzt nicht anspielen. Sondern den einen davor, aber gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Wir sind auf jeden Fall, wir leben noch, wir leben noch. Wir sind nicht tot. Wir haben eigentlich auch Chancen. Wir machen sie bloß einfach nicht. Das ist... Ach man, das ist wie verhext momentan. Schön von Sunny. Jetzt muss der Konter rollen. Genau so. Weiter. Oh, jawohl. Da kommt Pizarro dran. Oh, und wieder zu... Die sind alle zu... Die Pässe sind halt echt ungenau. Aber... Okay, es läuft dumm. Wir kriegen ihn natürlich nicht. Doch, Moisander hat ihn jetzt. Och, jetzt pfeift der Schiri ab zur Halbzeit. 1-0 für Leverkusen. Es muss doch jetzt mal was gehen für uns, bitte. Man merkt, ich bin langsam ein bisschen angespannt. Ich bin langsam ein bisschen angespannt. Was? Nee, nee, passt so. Ich will nicht wechseln. Wollen wir wechseln? Nee, nee, es sieht doch gut aus. Sieht gut aus. Aber wir müssen doch jetzt auch mal das Quäntchen Glück haben dahinter. So, Bauer. Oh, Bauer mit dem Fehlpass. Aber er holt ihn sich wieder. Nice. Genau das will ich sehen. Jetzt sind wir arg unter Druck gerade, aber gut, schön gelöst. Jetzt war Pizarro. Ach, Pizarro kann nicht kontrollieren. Was ist denn los? Du Himmlarsch. Aber wir sind noch im Ball. Da ist Kruse. Na, oh, schade. Aber wir haben ihn immer noch. Gut. Oh, das war jetzt mal schön. Oh, abgefangen. Schade. Wir haben die Möglichkeiten. Ehrlich, wir haben sie eigentlich. Junuzovic gegen Şanlıurfa. Schön. Na, das war schlecht. Aber wir behalten ihn. Oh, Gebre auf. Knapri, komm schon. Oh, Knapri kann sich da nicht durchsetzen. Schade. Aber wir haben ihn immer noch. Wir haben ihn immer noch. Wir geben jetzt Leverkusen extrem viel Druck. Extrem viel Druck. Und den können sie ja nicht die ganze Zeit standhalten. Jetzt mal wieder Knapri. Oh, und Eckball. Jetzt muss da doch mal was rauskommen. Und da kommt einfach bei keiner Ecke kommt irgendwas raus für uns. Bei keiner einzigen Ecke. Ehrlich. Ach man. Oh, kriegt er den? Nein, er ist abseits. Gut, wir werden mal kurz wechseln hier. Zap. Keins kommt für Krilic, Bartels raus, dafür kommt Jatta bei Reh und wir hauen noch Hajrović rein für Kruse, aber wechseln so. Nice. So machen wir das jetzt. Knapp hin den Sturm. Auf, auf. Gut. Okay. Wir spielen erstmal ein bisschen hinten rum. Oh, und da verliert Bauer den Ball. Nein, 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 nein. Bellarabi. Ah, oh, schön von Gebre Selassie. Das ist Hajrović. Der ist noch frisch und der ist schnell, der ist schnell. Oh, und wird geblockt vom Schuss, schade. Hätten wir eigentlich auch passen können. Aber da waren wir ein bisschen eigensinnig jetzt gerade. Das war jetzt mein Fehler. Aber schön gemacht von Hajrović. Wenn jetzt noch irgendwo hingewechselt wird, wo ich will. Genau.
Oh, keins. Keins! Wir sind... Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Wir treffen das Tor nicht. Wir treffen es einfach nicht. Wir treffen es einfach nicht. Tropni. Das Hajrovic. Dann nimmt Bauer mit. Oh, und Bauer verliert da wieder den Ball. Kriegt ihn aber auch nicht mehr zurück gegen Hibbert. Tropni. Yes. Gut. Wir verlieren wieder den Ball. Eckball für Leverkusen. Mann, das gibt's doch nicht. 84 Minuten. Oh, abseits. Kommt. Jetzt muss was gehen. Auf. Jetzt die letzte Minute. Ja, genau. Och, jetzt kommen wir gar nicht mehr raus. Jawohl, so muss das sein. Wir spielen auch sehr offensiv, aber wir kommen nicht mehr raus, da passiert nichts mehr. Vielleicht jetzt nochmal. Kommt schon. Ah, da ist Junusovic zu langsam und der Pass einfach zu schlecht. Nee, da ist jetzt vorbei. Ach, das... Ja, ja, wir verlieren das zweite Spiel in Folge mit 1:0 auch wieder. Ach, auch wieder unglücklich in meinen Augen, ehrlich. Wobei, null Schüsse aufs Tor. Oh Mann. So, und damit wir es jetzt offiziell machen, Frankfurt spielt 0-0 gegen Bayern. Darmstadt verliert. Wir schalten jetzt wieder zurück auf Profi. Ihr seht es alle, wir schalten es wieder zurück. Ich mache kein Geheimnis draus. Wir schalten zurück auf Profi. Alles andere hat keinen Sinn. Wir kriegen hier nur den Sack aufgerissen. Ehrlich. Das ist... Netzwerk wird eingerichtet. Der richtet immer auf sein Netzwerk ein. Keine Ahnung, seit wie viele Wochen. Was auch immer der Kerle macht. Nee, abbrechen. Ach Mann, ihr merkt, ich bin glaube ich schon ein bisschen genervt gerade von FIFA, weil es auch einfach nicht läuft, nicht so wie ich will. Das ist extrem nervig, ehrlich, das macht mich gerade nicht so glücklich, weil ich nicht das Let's Playen kann, wie ich es eigentlich spielen will, ganz ehrlich. Ich will zumindest mal mit spannenden Unentschieden, aber so wie es momentan läuft, ist echt, wir können uns mal die Tabelle angucken. 18 Punkte Bayern, wir 3, 15 Punkte Vorsprung, das ist Alter. Ja, dann will ich trotzdem sagen, war es das von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, bitte haut einen Daumen nach oben raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.